Guten Morgen, ihr Lieben. So, es ist Sonntag, es wird wieder Brot gebacken. Ja, und ich habe euch ja vor kurzem erzählt, dass ich in dieser Biomühle Mehl bestellt habe. Da hatte ich ja dieses Emma-Brot oder mit dem Emma-Mehl gebacken, dieses Brot. Und heute werde ich das erste Mal mit Kamut-Mehl backen. Das ist auch von dieser Biomühle Eiling. Wie gesagt, das kann man online bestellen und die sind total nett. Ich hatte ein nettes persönliches Kärtchen dabei, also sowas finde ich ja immer mega. Ist ein kleines eine kleine Familienmühle und ja. Kamut-Mehl, warum habe ich das bestellt, hat wohl einen leichten nussigen Geschmack. Ja, und dann habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Das kriegt man halt nicht im normalen Supermarkt und so hat man vielleicht mal ein besonderes anderes Mehl. Ich habe mir hier schon verschiedene Zutaten zusammengestellt. Ich habe schon alles auf meinem Schmierzettel aufgeschrieben, dass, wenn es lecker ist, nachher, dass ich euch das Rezept dann ins Reine schreibe. So, jetzt machen wir erstmal den Teig. So, der Thermomix ist an. Jetzt gebe ich hier rein, ich muss meinen schlauen Zettel immer nehmen, damit ich weiß, was ich hier vorbereitet habe, 330 Milliliter lauwarmes Wasser. Da ich den Teig lange gehen lassen möchte, weil wir jetzt gleich ist Sonntag, wir wollen gleich mal eine Runde in die Stadt, habe ich hier jetzt auch nur knapp 4 Gramm frische Hefe. Die brösel ich da rein. Und dann Imkerhonig, hier ist so einen knappen Teelöffel, so ein bisschen, also so einen flachen, guten halben, sage ich mal, guten halben Teelöffel. Gebe ich jetzt da rein. Ich muss mal eben meinen Finger spülen. Das Ganze werde ich jetzt 2 Minuten, wo ist mein Deckel? Da. 2 Minuten 37 Grad miteinander nochmal richtig schön aufwärmen. Und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, die 2 Minuten sind um. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten dazu. Hier kann man das, glaube ich, farblich ganz gut sehen. Hier unten habe ich jetzt 100 Gramm Roggenmehl, Typ 1150, 150 Gramm Weizen, Typ 1050 und hier oben 250 Gramm, habe ich richtig aufgeschrieben, ne? Genau, von dem Kamut-Mehl. Das gebe ich jetzt hier rein. Dann habe ich mir hier zurechtgestellt 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Roggensauerteigpulver und 1 Teelöffel selbstgemachtes Backmalz, auch aus Roggen. Und hier habe ich jetzt noch 1 Esslöffel Leinsamen und 1 Esslöffel Sonnenblumenkerne. Die gebe ich jetzt dazu. Und dann werde ich den Teig 5 Minuten kneten und dann hole ich euch wieder dazu. So, ihr Lieben, die 5 Minuten sind um und schaut mal, wir haben richtig schön Teig, den fülle ich mir jetzt um in die große Glasmixe, weil ich habe ja erzählt gerade, dass ich den jetzt länger gehen lassen will, weil wir ja noch jetzt on Tour sind. Das kann ja richtig schön aufgehen noch und hat genug Platz. Na komm schon, der ist auch richtig schön fest. So sieht er jetzt aus. Hier seht ihr, wie der jetzt eingefüllt ist. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Und dann gucke ich mal nachher, wie lange ich den habe gehen lassen. Wir haben jetzt 11 Uhr und ich hole euch einfach nachher dazu, wenn wir den weiterverarbeiten. Bis nachher. Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit dem neuen Kamut-Mehl-Brot. So, der Teig ist jetzt fast 4 Stunden gegangen. Wir haben jetzt kurz vor 3. Schaut mal. Ich nehme mal den Deckel ab, aber nur, dass er den Vergleich hatte zu vorher. Ist also fast bis oben aufgegangen. Jetzt bearbeiten wir das noch weiter. Ich habe schon ein bisschen Mehl auf die Teigunterlage gegeben. Und ich werde das Brot gleich in dem kleinen Zaubermeister backen. Dafür habe ich die Menge ausgelegt. Und dann haben wir ein fertig gebackenes Brot, was so ungefähr 750 Gramm hat. Ich werde den Backofen auch nicht vorheizen, dann kann das Brot jetzt nach dem Falten noch mal ein bisschen, während der Backofen vorheizt, mit aufgehen.
Und dann hoffe ich, dass wir nachher oder ich nachher ein leckeres neues Brot habe. So, jetzt gebe ich von oben mit dem Streufix erst wieder ein bisschen Mehl auf den Teig. Und dann falte ich den jetzt. Das ist auch ein richtig schöner, fester Teig. Ist nicht klebrig, wie man sieht. Bleibt auch nichts an der Teigunterlage groß hängen. So. Jetzt bringen wir das noch mal ein bisschen, den Teig noch mal ein bisschen auf Spannung. Kennt ihr schon, ich ziehe jetzt von oben nach unten den Teig zusammen, die Kugel, dass er sich richtig schön spannt. Und dann zeige ich euch noch eine neue Errungenschaft, die ich mir gegönnt habe. So. Jetzt kommt der Rohling, ihr seht alles, ja. Hier den kleinen Zaubermeister. Jetzt kommt von oben wieder ein bisschen Mehl da drauf. So. Und dann habe ich mir was gegönnt. Ich habe mir das extra noch rausgeschrieben, wie das heißt. Vielleicht kennt der eine oder andere das von euch auch. So sieht das von oben aus. Und zwar nennt sich das UFO Bread Lame. So, das ist aus massivem Walnussholz gemacht, dann oben so schön eingeschlitzt. Und damit kann man wunderbar, liegt also gut in der Hand, Links- oder Rechtshänder, egal. Damit soll man, also ich benutze es jetzt auch das erste Mal, wunderbare Brote einritzen können. Das probieren wir doch jetzt mal. Weil es natürlich mega scharf ist. Stimmt. Ich merke es schon. Jetzt mal so eine Blume versuchen, so ein bisschen. Ich habe es ja sonst immer mit einem scharfen kleinen Messerchen gemacht. Aber die Boten ließ es auch an in der Mühle da. In der Biomühle. Und dann habe ich gedacht, das gönne ich mir mal. Dann schaue ich mal, was daraus wird. So. So sieht das jetzt aus. Das kommt jetzt in den Backofen. Wie immer 60 Sekunden, wie gesagt, jetzt nur nicht vorgeheizt, 230 Grad, Ober-Unterhitze. Und wenn das fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, hier ist inzwischen der Sommer wieder gekommen. Boah, ist heute Mittag so warm. Hätte ich nicht mitgerechnet. Also wundert euch nicht, deshalb das neue Outfit. Das Brot war jetzt eine Stunde im Backofen. Und schaut mal, ich zeige es euch mal. Ich drehe euch noch mal ein bisschen weiter rum, dann klappt das, glaube ich, besser mit dem Licht. So wunderbar sieht das jetzt aus. Ich hole das jetzt mal aus der Form und dann schneiden wir das mal an. Schaut mal, wie schön das aufgegangen ist. Und auch mit dem Einschneiden. Sieht richtig schön aus. Ich schneide es mal an. Ich kann das jetzt leider hier nicht, ne, ich muss da drüber schieben, weil ich gerade was auf meinem Herd noch gekocht habe. Vorgekocht für heute Abend. Deswegen kann ich jetzt gerade da nichts hinstellen. Aber ich stelle es jetzt mal hier an die Seite. Und dann stelle ich euch mal runter und dann schneiden wir mal das Brot an und gucken mal, ob es so toll schmeckt, wie es auch aussieht. Also riechen tut es schon mal fantastisch. Schaut mal. So schön sieht das von innen aus. Boah, riecht mega.
schauen wir mal, machen wir mal den Geschmackstest. Ob ich euch das zumuten kann, nachzubacken. Aber ich glaube schon, so wie es riecht und wie es sich schneiden lässt von der Kruste her. Sehr, sehr lecker. Stimmt. Finde auch. Hat so einen leicht nussigen Geschmack. So ganz bisschen. Also man schmeckt halt, dass es anders schmeckt als normalerweise. Auch eine tolle Kruste. Wunderbar. Freue ich mich. So, sehr lecker. Also hat sich gelohnt, auszuprobieren und alles mitzuschreiben. Ich werde euch natürlich das Rezept ins Reine schreiben. Ich habe auch vorhin gesehen, ich gucke mir ja immer danach nochmal die Filmchen an in den Pausen, dass ich gesagt habe, das Brot kommt für 60 Sekunden im Backofen. Aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass es nicht 60 Sekunden, sondern 60 Minuten gebacken hat. Das Rezept schreibe ich wie immer unten in die Infobox. Da verlinke ich auch alles. Ich setze euch einfach auch mal den Link von der Mühle, wo ich das Mehl her habe und dieses Einritz-Dingen da, wie hieß das? Ich finde jetzt den Zettel gerade nicht. Dieses UFO da zum Einritzen. Da findet ihr auch die Links zu meinen Kochgruppen. Und vielleicht habt ihr gesehen, ich habe gestern ein ganz kurzes Video eingestellt. Und zwar haben wir jetzt im August noch die runde Stoneware-Form im Angebot mit 15% Rabatt. Und die ist auch wunderbar zum Backen für Kuchen, da kann man aber auch einen Gulasch drin machen oder was weiß ich, Frikadellen oder zwei Hähnchenkeulen mit Beilage. Solltet euch einfach nochmal angucken, das Filmchen. Ich habe da auch ein paar Beispiele, Set-Beispiele zusammengestellt, wo ihr dann richtig Geld sparen könnt. Das gilt auch leider nur im August. Ja, jetzt ansonsten, ich werde jetzt den Rest des Sonntages genießen und ich werde heute Abend nochmal ein Rezept drehen. Dafür habe ich mich gerade schon was, wie gesagt, vorbereitet. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Brot mal nachbackt und mir ein Feedback gebt, wie es euch geschmeckt hat. Und ich sage mal bis zum nächsten Film, eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.